Ich war in der 804 eingeschlossen. 5.969. Etage. Das Gebäude hatte noch viel mehr Etagen. Aber ich wusste nicht, wie viele. Der Vater blieb immer vage. Draußen vor der Schwelle des Gebäudes stapelten sich die Ausgestoßenen. Nicht zu zählen. Weit hinter dem Menschengewimmel der Horizont. Grau. Und dann? Dahinter? Jedes Mal, wenn ich den Vater danach fragte, seufzte er ungeduldig und verkündete dann, dahinter ist nichts mehr. Bei mir war alles ordnungsgemäß. Mir war eine medizinische Identnummer zugeteilt, die jeden Morgen beim Aufwachen meine Existenz bestätigte, und eine in meinen Nabel implantierte Sonde entnahm täglich eine Probe meiner Person, um die Qualität meines biologischen Zustands zu überprüfen. Ich war also regulär erfasst. Nur hatten der Vater und die Mutter es nicht für nötig gehalten, mich mit einem Namen auszustatten. Falls das Kind eines Tages einen Namen haben möchte, wird es ihn selbst auswählen, hatte die Mutter bei meiner Geburt vorgeschlagen. Und der Vater hatte kalt erklärt, wir werden du dazu sagen, das reicht. Draußen gibt es nur Staub zu fressen, verkündete der Vater jeden Morgen. Draußen verschlingen sich die Ausgestoßenen gegenseitig, fügte sofort die Mutter hinzu. Wir werden hier verfaulen, das ist unsere ganze Geschichte, vervollständigte ich in geeignetem Tonfall, zwischen dem Vater und der Mutter vorm Bildschirm immobilisiert. Ein kleiner Bildschirm, knapp ein Quadratmeter, darauf die Gräue von Horizont und Himmel, eine Gräue mit gelegentlichen Wolken, mal heller, mal dunkler. Dabei sah ich seit langem weder Wolken noch Bildschirm mehr. Ich beobachtete stattdessen unter dem weißen Schein der Leuchte die Wände ringsum. Glatte Wände ohne jegliche Öffnung. Beton, tief in die Lithosphäre eingelassen, bis hoch in die Stratosphäre hinauf. Ringsum nur Beton. Decke, Boden, Sitze, alles Beton. Totalbeton. Eine graue, uniforme Masse, außer im Wohnzimmer mit den drei dunklen Flecken nebeneinander an der Wand, nah am Boden. Beim Hinsehen wirkten die Flecken feucht, doch beim Berühren beschmutzte ein trockenes Pulver die Finger. Laut der Mutter waren sie lange vor meiner Geburt aufgetaucht. Manchmal kamen ein paar schillernde Körnchen an die Oberfläche der Flecken und fielen dann zu Boden. Ich beobachtete die Flecken gern, aber vor allem lauerte ich auf Risse. Laut dem Vater war das ein unwahrscheinliches Ereignis. Der Beton blieb unverändert. Das bewies mir der Vater auch jeden Tag. Eiserner Griff um meinen Schädel, Stirn mit knappem Schlag gegen den Boden. Da siehst du, ich kann mit einer Hand dein Gehirn zermalmen, aber der Beton widersteht jedem Schlag. Ja, das ist die Zukunft laut der Quebecer Autorin Caroline Georges. Wie fern sie uns liegt, das wissen wir nicht. Alle Menschen in dieser Welt leben dasselbe Leben in einem Megagebäude, wo es keine Information und keine Unterhaltung gibt und wo alle darauf gedrillt werden, das Gebäude zu warten und zu reparieren, immer in Gefahr, nach draußen ausgestoßen zu werden, wo Chaos, Kälte und Kannibalismus herrschen. Das erzählende Kind, ohne Namen, ohne Geschlecht, hat sich eine menschliche Eigenschaft bewahrt, die Neugier. Was ist eigentlich los mit diesem Totalbeton? Das neugierige Kind wird es ergründen, wird herausfinden, das Gebäude ist eine Maschinerie, ein Organismus mit einem ziemlich rätselhaften Stoffwechsel. Je mehr das Kind erfährt und wir mit ihm, desto ungeheuerlicher wird die ganze Sache, desto geheimnisvoller bleibt sie. Das Literaturübersetzen ist für mich ein Geschenk, weil ich jedes Mal mit jedem neuen Buch ein neues Leben leben kann. Auch hier. Und jedes Mal eine neue literarische Stimme in die deutsche Kultur einschreiben darf. Diese Stimme, kalt, glühend, scheinbar unbeteiligt, wird sie in diese neue, verstörende Welt beamen. Totalbeton passt mit seiner radikalen Modernität und seinem wagemutigen Blick in die Zukunft für mich ideal in die kanadische Literatur und in die reichhaltige Literaturlandschaft von Quebec insbesondere. Viele Autoren auf der Welt schreiben über die Zukunft. Sehr gemütlich ist es nie. Caroline Georges erneuert mal eben gleich das ganze Genre.
Ihr Crossover aus Science Fiction und Existenzialphilosophie ist sehr spannend und beunruhigend. Die Quebecer Kritikerin Catherine Lalonde nannte dieses unheimliche Buch ein literarisches UFO. Steigen Sie ein.